ich der Auffassung bin, dass wir eine grundsätzliche Veränderung in der politischen Landschaft in Deutschland brauchen. Die Megatrends der Zukunft, egal ob modernste Bildung, die Sicherung unseres Wirtschaftsstandorts oder auch modernste Infrastruktur, die wurden in den letzten Jahren alle verschlafen. Und wenn man so meckert, wie ich das tue, bin ich der Auffassung, dann sollte man selbst anpacken und es selbst besser machen. Und das ist meine Einstellung und deswegen trete ich dieses Jahr zur Bundestagswahl an. Dass er auch in Zukunft durch gute politische Rahmenbedingungen zu einer echten Zukunftsregion werden kann, mit einem starken Mittelstand, modernster Bildung, vielen Ausbildungsplätzen und natürlich auch modernster Infrastruktur. Dafür brauchen wir die richtigen politischen Rahmenbedingungen und dafür möchte ich mich einsetzen. Meine Partei, die FDP, verstanden hat, dass wir nach dieser Corona-Pandemie eine Politik des Aufschwungs brauchen, in der wir uns darum kümmern, dass wir unseren Wirtschaftsstandort und Arbeitsplätze sichern. Wir wollen deswegen Unternehmen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger nicht weiter belasten durch die Einführung einer Vermögenssteuer oder höhere Erbschaftssteuern, sondern wir wollen konkret entlasten und beispielsweise die Unternehmenssteuer auf 25% senken.